Ich muss den Archonten eine eilige Botschaft überbringen. Ich könnte hier sagen, dass das Edikt besagt, die Archonten sollen das hier regeln oder wir sterben alle. Aber ich sag lieber nur, dass ich den Archonten eine Botschaft überbringen soll. Nur, du hast eine lange Reise hinter dir. Ich werde dich nicht länger aufhalten. Die Archonten warten bestimmt auf deinen Bericht hin. Sie verstummt und ihre Aufmerksamkeit gilt urplötzlich etwas in östlicher Richtung. Hast du das gehört? Noch mehr Läufer. Zum dritten Mal diese Woche. Die Einbrecher versuchen immer wieder, ihre Läufer durch unsere Berge zu schicken, um Verstärkung von außerhalb des Tals zu holen. Sie deutet zu dem eingestürzten Weg, über den du gekommen bist. Aber damit sind sie jetzt ein bisschen zu spät dran. Komm, lass uns diesen Einbrechern einen guten Kampf liefern. Jo. Gut, da unten sehe ich Rechtsklick zum Festlegen. Ah, das ist praktisch. Komm, du kriegst mal einen Herzschuss. Right. Der ging voll daneben. Plus eins mit Einhandwaffen. Ah, jetzt greift er auch mal im Nahkampf an. Puff ich mal. Was auch cool aussieht. Okay, bis jetzt ist er schwer verletzt. Wir haben ein bisschen was abgekriegt. This is useless. I should try something else. Versuchen wir es nochmal mit dem Schwertstoß. Au. Okay, ich ziehe mich mal wieder ein bisschen zurück und werf lieber wieder. Das war der erste Streich. Arbeiten wir uns weiter den Pfad entlang. Nehmen wir mal auf, was er hatte. Er hatte einen Schutztrank und einen Schleifstein. Rüstung von Angriffen durchdringen führt. Zwei Rüstung für Angriffe durchdringen. Okay, also Rüstungsdurchdringung. Der Pfad hinter dir ist jetzt blockiert. Kyros Magie hat das Tal versiegelt. Ausgetrockneter Kadaver säumt die Siegelstraße nach Vendrins Boden. Ein anschauliches Beispiel dafür, welches Schicksal dir erwartet, die sich Kyros Willen widersetzen. Die uralte Statue der weinenden Mutter zollt Königin Lyceros Respekt. Der ersten ihres Namens. Einst floss frisches Wasser von der Statue, aber seit dem Tag, an dem Kyros Streitmächte im Jahr 429 von Vendrins Boden angegriffen, weint die Statue Blut. Die Lawine blockiert uns. Kannst du dich durch den Schutz zwängen? Wir sollten wachsam sein und die Familie oder Einbrecher auf dem Pass aus dem Weg räumen. Das scheint ein Himmelfahrtskommando zu sein. Was will die Vendrienwache damit erreichen? Oh, die Gestik des Bildes verändert sich auch. Das finde ich auch nicht schlecht. Von dem, was wir von den anderen Gefangenen erfahren haben, haben die Läufer die Aufgabe, aus dem Tal zu entkommen und woanders in den Stufen Unterstützung für die Sache der Einbrecher zusammenzutrommeln. Aroa zuckt mit den Schultern. Ich weiß nicht, wer sich ihrer Meinung nach ihre Bitten anhören soll. Wir haben jede Armee, jede Festung, jeden selbsternannten Herrscher dieses niederen Stufenvolks zerschmettert. Vielleicht glauben sie ja, dass sich die wilden Tiere auf ihre Seite schlagen werden. Nach dem Sieg der Geschmähten herrscht in den Stufen aller Orten die Furcht. Ich bezweifle, dass sich jemand ihrer hoffnungslosen Sache anschließen wollen würde. Wenn ihr dieses Stufenvolk gründlich vernichtet hättet, hätten wir dieses Problem nun vielleicht nicht. Ich bin schon seit Tagen unterwegs. Nehmen wir mal das erste.
Ganz meiner Meinung, sie haben diesen Krieg schon vor Jahren verloren. Das ist kaum mehr als der letzte Atemzug eines sterbenden Volkes. Gut, weitermachen. So, dann zwängen wir uns mal hier durch. Wir können die Festbocken bewegen, dafür haben wir aber nicht genug Athletik. Wir können uns aber auch durch die Lücke zwängen. So, zwängen wir uns mal hindurch. On it. For the Queen! Ich buff mich mal. Was bringt der Buff eigentlich? Oh, das ist Rast des Krieges. Kriegers. Kann ich eigentlich auf die Distanz auch einen Herzschuss machen? Ja, kann ich. Okay, die Sonnenwachen sind nicht ganz so heftig. Den kann ich leider nicht buffen. On it. So, jetzt ist noch die Ehrenwache übrig. Ich buff mich selber mal wieder. Und hier mal einen Herzschuss verpassen. Hat wahrscheinlich was gebracht. Okay, er hat sich heilen können. Ich weiß nämlich nicht, ob ich gegen so eine Ehrenwache alleine eine Chance hätte. Und ja, im Augenblick kann ich auf die Pause verzichten, weil ich habe nur einen Char. Hast du was zu sagen? Kümmere dich nicht um mich. Geh hinunter zum Pass Draustus. Der Soldat hat sich mit schmerzverzerrtem Gesicht im Bauch. Zwischen seinen Fingern siehst du Gedärme hervorquellen. Du bist verwundet und zwar schwer. Er lacht durch zusammengepresste Zähne. Das ist nur ein Kratzer. Da habe ich schon unzählige Mal Schlimmeres gesehen. Ich kann dir helfen. Ja, einen guten, geächteten Soldaten lässt man nicht einfach sterben. Ich sagte, es geht mir gut. Der Soldat stöhnt und schüttelt den Kopf. Graven Ash beschützt. Geh du weiter und hilf den anderen. Okay, er will sich nicht helfen lassen. Jetzt gucken wir mal, wo unsere Gehilfin hin verschwunden ist. Mich interessiert nämlich auch die andere Richtung des Weges ein bisschen. Und ja, ich tu mal in Dings die Squall-Geschwindigkeit etwas erhöhen. So, das ist angenehmer. Hast du dich verlaufen? Ich werde diesen Teil des Passes bewachen. Geh nach Norden, dann nach Osten. Hinunterspringen. Alle Vorsicht vergessen, hinunterspringen. Du hältst eine Wunde. Klettern wir mal hier runter. Hier ist nämlich ein Geächtetenlager. Oh, ah ja, das ist cool. Wir können wieder... List plus 1. Mhm. Also ja, die Sachen, die steigern sich tatsächlich durch Benutzung. Wie man hier wirklich sehen kann. Magie-Skills, Lebenskraft beherrschen. Das steigert sich wirklich alles... So von selber. Verlassenes Denkmal. Diese Gedenkstätte wurde den Elementen viele Monate lang ausgesetzt. Und ist jetzt verfallen. Auf der Spitze der Gedenkstätte befindet sich eine kleine verwitterte Einfassung, in der ein rostiger Halsring liegt.
Du erkennst den verrosteten Bronzehalsring als ein Relikt der Stufen. Der Stufenfolklore. Ja. Halsring untersuchen. In diesen Halsring sind einige dünne Rillen eingraviert. Ansonsten erscheint er ziemlich gewöhnlich. Nehmen wir ihn mal mit. Wenn er wertvoll ist. Also ja, das hier landet alles in unserem Gesamtlager. Und das hier ist ein... Plus 1 Vitalität. Dieses Gewand mag einst den Hals eines Soldaten oder eines Alien geziert zu haben. Es ist Zeit, um es mit Sicherheit zu sagen. Also ja, legen wir es mal an auf unsere Zubehörplätze. Mhm. Und ja, Mehl. Vollständiges... Okay. Unsere Gruppenlage ist also wieder... ziemlich groß. Ja, ich dachte eigentlich, dass ich irgendwo hier einen Herstellungsknopf hätte, mal wieder. Ist aber wohl nicht der Fall. So, das heißt, wir klettern wieder hoch. Hoffentlich treffen wir sie wieder. Irgendwie ist sie mir sympathisch. So als Gruppenmitglied, wenn ich sie anheuern kann. So, durch die Lücke zwängen. Du hast noch Beute. Du hast einen Soldatenwurfspeer. Scheint besser zu sein als unser aktueller Wurfspeer. 6 bis 11 Stich. Genauigkeit plus 2. Rüstungsdurchdringung. Ja, und auch im Fernangriff ist unserer besser. Im Nahangriff ist der besser. Nee, dann bleibe ich bei unserem. Can't do that. Oh, hier liegt auch noch ein Toter. Oh, und ich habe mir den Blutpulli unten nicht angesehen. Die ehemals aus klarem Wasser bestehenden Tränen von Königin Lyceras sind seit der Invasion von Kyros Streitkräften rot vor Blut. Ja, und mit der abgebrochenen Nase jetzt sieht sie aus wie ein Schädel. Jo. Das heißt, ich bewege mich mal weiter gen Süden. Oh, try and catch me, Worm. Versuch mich zu fangen, du Wurm. Eine junge scharlachrote Wüterin tanzt um die Angreifer der Wendirin-Wache herum und weicht ihren Waffen mit flüssigen, graziösen Bewegungen aus. Sie legt dir zum Gruß zu. Eine atemlose, feindliche Soldatin wirft ihren Landsmann einen Blick zu. Die hier ist übergeschnappt, hat wohl zu viel Blei im Wasser. Wir sollten unsere Verluste einschränken und umkehren. Ha, Fatefinder. You're here at last. Care to join me in putting these cowards out of their misery? Ah, Schicksalsbinder, endlich bist du hier. Wirst du mithelfen, diese Feiglinge von ihrem Elend zu erlösen? Sie erregt nur Rüstung der bewaffneten Soldaten, die sich hier schnell leeren. Lass mir noch das noch welche für mich übrig, hängt davon ab, wer du bist. Are you serious? I came to escort you to camp when... Damn it! Kill first, questions later. Meinst du das ernst? Ich wollte dich zum Lager eskortieren, als verdammt erst töten, später fragen. Sie duckt sich knapp unter dem Schlag einer Wendeenklinge. Ich denke, das könntest du Hilfe gebrauchen. I'm no water lily, but I'd welcome an extra blade. Ich bin kein Seeröschen, aber eine zusätzliche Klinge wäre mir willkommen. Angriff für das Reich Apex. Die Kämpfer der Wendeenwache senken ihre Waffen und rücken vor. Come at me, Grave Meat. Oh.
Sie ist jetzt in unserem Team. Blut tränkt Stein. Hey, cool, wir haben jetzt unsere erste Gruppenfähigkeit. Oh, den Ball kann ich ganz oben. Mal kurz gucken, ob da... irgendwas steht. Wegen dem Text, der aufgepoppt ist. Nein, sehe ich jetzt nicht so was direkt. Also, wir haben jetzt Kombo-Fähigkeiten. Dadurch, dass wir sie in der Gruppe haben, können wir mit ihr zusammen eine Kombo-Fähigkeit machen. Einmal pro Begegnung halt nur.